Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Transport Hyper Season 2 hier auf meinem Kanal. Ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich unseren Güterbahnhof erweitern möchte und das habe ich auch getan. Ich wollte dazu ja auch ein kleines Zeitraffer-Video machen, da gab es leider ein paar technische Probleme. Darüber später mehr. Und dann gab es noch einen erfreulichen oder, naja, auch weniger erfreulichen Bug. Den zeige ich euch nachher auch noch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit einer Fahrt durch unseren neuen Abschnitt von unserem Mega-Güterbahnhof. Viel Spaß!
So, da kommen wir nun zum Ende von unserer kleinen Rundfahrt. Ich habe gerade gesehen, wie ihr wahrscheinlich auch, dass hinten im Hafen auch mal Oberleitungen da sind. Warum auch immer, habe ich da eigentlich nicht hingebaut. Machen wir mal weg. Die waren nämlich vorher nicht da. Oberleitung nein. Anwenden. Aufrüsten. Oberleitung nein. Anwenden. So. Oberleitungen sind entfernt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Fahrt. Wir fangen hier vorne mal an und gucken uns das alles mal ein bisschen genauer an. So, wir haben hier einmal eine kleine Gleisbaustelle. Einmal die Baustelle, um unsere kleine Nebenbahn hier mit dem Hauptgleis zu verbinden. Wir haben hier auf dem Waggon einmal die Schwellen drauf liegen, die Holzschwellen. Und hier liegen einmal die neuen Schienen. Klar sind ein paar mehr, aber die wollen das halt auch alles hier schön modernisieren. Ja, dann haben wir hier noch ein paar kleine Figuren, die sich auch bewegen. Wie ihr seht, stehen hier einfach nur rum, machen natürlich nichts, wie immer. Auf deutschen Baustellen, deswegen ist der BER bis heute auch noch nicht fertig. Und ja, hier sitzt einer, macht Pause. Dann haben wir hier vorne einmal den Bauleiter oder wer auch immer das ist. Unterhält sich hier mit zwei Arbeitern. Ja, ein paar kleine Deko-Objekte. Alles aus Mods. Hier ein vollbeladener LKW will hier bald die Baustelle verlassen. Der leere nächste wartet hier schon. Der LKW-Fahrer ist gerade ausgestiegen. Ja, das ist meine kleine Gleisbaustelle. Ich habe mich von Bildern aus dem Transporthüber-Forum inspirieren lassen, wo jemand eine Brückenbaustelle hatte. Und fand ich so geil, habe ich mir gedacht, irgendwie muss man noch sowas hier auch reinkriegen. Da habe ich mir einfach gedacht, machen wir doch so eine kleine Gleisbaustelle. Sehr, sehr cool. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, fliegen wir mal rüber zu unserem kleinen, winzig kleinen BWT. Einmal das BWT quasi von unserer Nebenbahn und ja, noch für zwei, drei andere Loks, die hier auftanken müssen oder abgestellt wurden. Reparaturzwecke oder wie auch immer. Da erwähnen wir aber in der nächsten großen Erweiterung von unserem Mega-Güterbahnhof dann noch ein richtiges BWT bauen. Ja, hier haben wir dann die kleine Dieseltankstelle, wo dann auch unser Zug, ach, da kommt er gerade, das passt ja, jetzt hier hinfährt und da einmal auftanken wird. Das hattet ihr ja eben schon gesehen in der Fahrt. Kommt er hierher und hält genau hier an. Ich habe hier mit Spitzkern gearbeitet, das sind diese kleinen Bahnhöfe, wo der Zug anhält. Und damit er auch eine etwas längere Standzeit hat, habe ich extra diese Waggons gewählt, weil ja hier schön die Animationen sind. Es öffnet sich und schließt sich, so bleibt der Zug hier wenigstens ein paar Sekunden stehen. Wenn man den ganz voll geschlossenen Waggons hat oder so, dann ist der Zug, fährt rein, steht eine Sekunde, dreht um und fährt direkt wieder los. Und so sieht es wenigstens ein bisschen realistischer aus, noch eine kleine Animation dabei. Ja, das ist das kleine BWT. Dann fliegen wir mal weiter zur Spedition Gardner. Hier habe ich eine kleine Spedition oder Fabrik oder Firma, wie auch immer ihr es nennen wollt. Auf jeden Fall Gartner, man sieht es an den LKWs. Hier hingestellt. Ja, hier sind ein paar Details. Ich hoffe nur, dass der Fluss, See, wie auch immer hier, kein Hochwasser kriegt. Weil sonst hat Firma Gartner Hochwasserprobleme. Der Jägerzaun wird wahrscheinlich nicht so viel Wasser abhalten. Ja, gut. Fliegen wir mal weiter. Am Leuchtturm vorbei. Zu unserer Ruine. Ja, wie ihr seht, wir haben hier so eine kleine Ruine. Verlassenes, eingefallenes oder auch abgerissenes Gebäude. Sieht ganz schön aus, alles zugewuchert. Ein paar Paletten mit Ziegelsteinen. Einen Schornstein haben wir hier noch stehen. Ja. Fliegen wir mal weiter in unseren Bahnhof rein. In unseren Umschlagsbahnhof. Hier stehen noch ein paar Waggons mit Rohren und auch Ziegelsteinen. Und ein paar Waggons oder einer ist schon leer oder noch nicht beladen, je nachdem. Hier liegen auf jeden Fall die Stahlträger. Entweder entlädt er den Zug oder er lädt ihn auf. Das ist eurer Fantasie überlassen. Und hier steht noch ein Zug mit Kies oder Steinen.
über so ein paar kleine Kisten rumliegen. Ja, dann fliegen wir einmal hier vorbei an unserer Kokerei, ist das ja eigentlich. Wir haben sie jetzt mal umfunktioniert zu einer Brennerei oder zu einer Raffinerie, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier unten Tank-LKWs stehen. Und das Gebäude passte hier sehr gut hin. Ich fand das sehr gut und haben gesagt, machen wir das doch einfach mal. Ja, hier fährt unser Zug durch eine andere Firma, die hier eine Verladestation hat von beiden Seiten. Hier fährt der Zug ja auch durch, hattet ihr eben gesehen, und hält dann hier an. Ihr seht ja eine Spitzkehre mit dem Güterbahnhof 4. Hier hält der Zug an, die Waggons stehen dann hier hinten schön drin. Sieht das auch nochmal richtig cool aus, als wenn er die beladen würde. Ja, dann geht's durch das Tor, weil alles, was vom Friedhof ist, Set kommt. Es geht leider nicht auf, aber da fährt der Zug halt einfach durch. Und einmal in der Chemiebude hier vorbei. Was auch immer die für Chemie machen, keine Ahnung. Ja, einmal hier die andere Firma von vorne. Das sind aus einer Mod-Gebäude, die einen Warenbedarf haben. Somit also auch Arbeitsplätze bieten. Und ja, wir sehen, laufen jetzt hier die ganzen Leute lang. Wahrscheinlich gerade Schichtwechsel oder Feierabend. Kommt hier also noch ein bisschen Leben mit rein. Und deswegen haben wir jetzt hier auch Autos noch umfahren. Fand ich eigentlich ganz schön. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass die Leute mal so alle schlagartig hier loslaufen. Aber naja, okay. Gut, dann habe ich hier noch einen kleinen LKW-Parkplatz. Damit sich die Fahrer und Fahrerinnen auch mal ausruhen können. Kleine Fläche. Ja. Das Depot hier, beziehungsweise den Verladestation hatte ich auch ein bisschen umgesetzt. Damit das alles plötzlich ein bisschen besser passt und noch ein bisschen besser aussieht. Ja, und so sieht das also jetzt von oben aus hier. Der ganze Bauabschnitt. Ja, habe ich circa zweieinhalb Stunden dran gebastelt. Bis er dann fertig war. Habe auch die ganze Zeit schön aufgenommen fürs Zeitraffer-Video. Und dann ganz zum Schluss, bei der Baustelle war das letzte, was ich gemacht habe, habe ich eine Mod verwendet. Die habe ich jetzt auch schon mittlerweile deinstalliert. Das war irgendeine Deko-Mod. Und dann schmierte das Spiel ab. Und im gleichen Moment schmierte dann auch OBS mein Aufnahmeprogramm ab. Und die ganze 2,5 Stunden Aufnahme war leider kaputt. Somit konnte ich jetzt leider nicht zeigen, warum oder beziehungsweise wie ich das hier alles gebaut habe. Sehr, sehr schade. Ich habe mich auch tierisch geärgert. Ich habe danach direkt das Spiel ausgemacht und hatte keinen Bock mehr. Weil ich das euch gerne zeigen wollte. Aber okay. Ja, und dann gab es noch einen anderen Bug. Wie ihr seht, hier unten, ich habe mittlerweile 10,3 Billionen Dollar. Und es wird mehr und mehr und mehr. Ich blende euch jetzt mal ein Foto ein. So, hier seht ihr, dass im Jahr 2042 ich Baukosten von 8,59 Billionen Euro hatte. Kann ja gar nicht sein, weil erstens so viel Geld hatte ich nicht und was soll bitte schön zu teuer sein. Und wie ihr dann unten seht, bei Gesamt habe ich aber ein Plus in diesem Monat gemacht oder in diesem Jahr von 8,63 Billionen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ging auf einmal los, wo ich im Vorjahr hatte ich die 1 Billion Dollar erreicht. Ganz normal durch den Spielgewinn. Und im nächsten Jahr auf einmal hatte ich dann knapp 10. Und dann habe ich mal geguckt, woher das kam. Und dann, ja, hatte ich auch mal Baukosten von so hohem Wert. Ja, und seitdem habe ich so viel Geld. Ist ja eigentlich auch egal, weil wenn wir jetzt 1 Billion oder 10 Millionen haben, wir können uns eh alles bauen. Von daher nehmen wir es einfach mal so hin. Ja, wie ihr seht, habe ich dann hier noch eine Straße rübergesetzt, damit wir hier diesen Bahnübergang so ein bisschen entlasten. Hier war immer Stau. Alle LKWs, die hier oben hin mussten und ihre Güter abzuliefern und auch die Busse, sind immer hier unten rübergefahren und da war hier halt Stau ohne Ende. Da habe ich mir gedacht, hier haben wir noch ein bisschen Platz, ziehen wir hier noch eine Straße rüber, da können wenigstens ein paar LKWs da, wo sie hin müssen, schon mal rechts abbiegen, dass das hier ein bisschen entzerrt wird. Ja, ansonsten habe ich überall noch so ein paar kleine LKWs hingestellt. Viel habe ich hier nicht verändert.
Hier stehen noch ein paar LKWs. Da habe ich ein paar hingestellt bei DB Schenker. Natürlich dann auch Schenker Auflieger und LKWs. Ja, das war eigentlich soweit dann schon alles, was ich gemacht habe. Und jetzt ist mein Ziel, oder kann unser Ziel sein, für die nächsten Folgen erstmal noch eine weitere Personenlinie zu bauen, weil Minden nicht so richtig wächst. Wie ihr hier seht, seit, was ist das hier, 1980 rum ungefähr, sind wir ungefähr immer auf dem gleichen Level geblieben. Wir sind so ganz langsam gestiegen. Und ich möchte eigentlich, dass Minden noch ein bisschen größer wird. Es sind noch so viele freie Flächen, das soll hier alles noch schön zuwachsen. Das wollen wir dann mal versuchen zu erreichen. Ja, und so sieht das dann eigentlich erstmal aus. Hier möchte ich ja dann in der Zukunft noch das große Container-Terminal hinbauen. Mit dem großen BWT dann. Ja, das machen wir dann in den nächsten Folgen irgendwann mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch der neue Bauabschnitt. Ich finde ihn erst sehr schön geworden. Sehr viele Details. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen und Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.